Na, dann nachher nur Reiko noch sagen. Wegen Umstellen. Den Weg kurz nachher erschrecken. Heute ist Dienstag, heute kommt er doch nicht. Ah ne, heute ist Montag. Heute ist Montag. Oh, ich bin schon wieder voll auf Dienstag. Na gut, bei dem Chaos, was heute bei uns in der Firma war. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Meinst du, Reiko kommt? Geschwindigkeitsbegrenzung. Der war vorhin da, der guckt seine Serie und hat gesagt, dann kommt er. Achso, okay. Ja, ist ja gut, werden Sie ruhig, junge Frau. Auch Ihnen wird nicht geholfen. Ich hab da nichts gemacht. Da will ich auch nicht. Warum? Das heißt so. Amira hat rundum an. Was hab ich? Die Rundumleuchte hat du an. Oh! Du fährst Schwertransport, hä? Ja? Okay, mitgekriegt. Mit Überlänge. Hab's aber nicht bewusst angemacht. Ja. Das sagen sie ja alle. Nein! Die hast du schon seit der Werkstatt an. Und warum sagt da keiner was? Warum? Weshalb? Wieso? Muss man das? Boah, 125 MS. Bitte links halten. Geht's aber wieder runter. Ja, 120. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich hab die Schranke aufgehupt. Die Hupe von Ghost, ey. Was? So eine Mädchenhupe, ne? Ja, das muss so. Okay. Dann weitermachen. Kurs hat den gleichen Gedanken wie ich. Rechnen. Tankstelle grau. Egal, wo ich lang fahre. Achten Sie bei mir auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja, jetzt habe ich aber eine Garage, eine Tankstelle weniger, nur noch die Autobahn grau. Aber die kann ich so irgendwann mal. Aber mir war auf der anderen Seite jetzt ein kleines Stück noch grau war. Okay. Also von der Straße. Ja. Rechts halten und dann Ausfahrt rechts nehmen. Nimm die Ausfahrt rechts. Biege nach links ab.
Holla, die Waldfee. Was denn? Da muss er aber jetzt kämpfen, meiner. So ein bisschen an dem Berg, ja, hat meiner auch ein bisschen zu kämpfen. Warum aber auch immer. Ich fahr mal ganz rechts. Demnächst rechts abbiegen. Ganz rechts, da ist Schranke zu. Ja, da wäre ich sowieso nicht durchgepasst, weil nur für PKWs war. Von der Höhe her, stimmt. Yep. Hä? Ich singe nicht, nee. Dann hast du Pupst. Nee. Auch nicht. Dann hat sie beides. Auch nicht. Was hat sie denn gemacht? Kreisverkehr. Dritte Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Nimm diese Ausfahrt. Und geregnet hat. Oh. Wo willst du denn hin? Ich wollte gucken. Die wollte gucken, was so auf dem Acker wächst. Die drei Blümchen wolltest du dann mitnehmen. Genau. Für jeden eine. Yay! Siehst du, Amira denkt wenigstens mal mit. Ja. Für uns. Cool. Jens, 267 ms. Gar nicht, 127. Bei mir ist 267. Ach, komm, Papa, lass ab. 131, 120, 128, 124, 110. 125. Guck mal, hier arbeitet Chris. Yay! Da auch. Mit Drescher. Demnächst. Drescher steht aber bloß rum. Auf den abgeernteten Fällen. Yep. Biege nach links ab. Huch. Amira, warum? Bleibt Achtung, da kommt einer. Oh, der ist voll ausgewichen. Voll nach links rübergezogen. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Oh Mann. Hast du das gesehen, Jens? Amira, Schrecken der Straße. Aber wieder rübergezogen ist. Du hast gerade da keinen Trailer dran. Konnte da schön umkleiden. Ja. Der hat sich bestimmt nicht erschrocken. Und zwar nicht mal beabsichtigt.
Ja. Nee. So, warum ich im Stand? Ich hab zu stark gebremst. Eben. Ach so. Schon komisch, gell? Auf die eine Felder wird abgeerntet, aber der Raps blüht immer noch. Ja. Na, die sind ja bei uns ja auch voll in Jange mit den Drossen. Ja, gerade wollte ich sagen, die holet ja schon einiges gerade ein. Bei uns hinten am Garten auch, dann sind sie schon drei abgemäht. Ja, hallo Reiko! Hallo Reiko! Versprochen ist versprochen, wird auch nicht gebrochen. Genau. Was war jetzt, Jens? Oh, wieso noch nicht? Hm? Na, gebrochen halt. Guten Abend, Reiko. Immer geradeaus. Guten Abend. Wer reitet durch Nacht und Winter, das ist der Reiko mit seinem Kind. Nee, ohne Kind. Okay. Mit seinem LKW. Ganz okay. Geschwind. Das reimt sich nicht. Da doch. Wer reitet noch durch Nacht und Wind? Das ist der Reiko mit seinem LKW. Ganz geschwind. Naja. Wer reitet noch durch... Wer reitet da so spät durch Nacht und Wind? Das ist der Reiko ohne Kind. Ja, oder so. Reiß ich doch viel besser. Tja. Naja. So. Demnächst rechts abbiegen. Dann. Da wollen wir erstmal alles stoppen hier, so nach und nach. Hast du die Kurbel mit? Wieso? Na, zum Auto starten. Genau. Mein Auto ist ja schon sehr elektrisch. Ach so, sieh, der hat schon umgebaut auf elektrisch, nicht mehr mit Kurbel. Okay. Mein BMW habe ich heute früh in der Werkstatt gefahren und heute Abend wieder abgeholt. So ist einen schönen Leib angekriegt. Okay. Schön großen. Ja. Mit 2 Litern Einspritzer. Oh. Ah, super. Der ging ab wie eine Tüte Winkel. Ja, das glaube ich. Vor allen Dingen so ein Riesenvieh, wisst ihr, der hat, ich weiß nicht, also mein Nachbar hat einen großen Audi. Ja. Mein BMW sieht ziemlich klein dagegen aus, obwohl es ja ein Dreier ist. Ja. Weil der hat jetzt einen neuen Audi, der ist ein bisschen größer. Ja. Aber, wo der Leihwagen heute daneben stand. Da war dem Seite wieder kleiner. Da war der wieder kleiner, also echt. Was hast du für einen Karten? X5? Nee, ach, ich weiß ja nicht, was das war. Irgend großer. Der steht ja nur drauf. Mensch. Okay. Steht er nur drauf? Stand ja. Innen gehen Typenschild drauf und so. Ja. Na, ich hab's schon mal gefragt, aber. Die hatten mir da irgend sowas gesagt und flop. Naja. Ja. Wieder vergessen. Voll viele Baugröße wie man. Und das will was heißen. Ja. Nee, der Treiber ist ja auch nicht gerade sehr. Ja. Ah, gut. So. Haben die BMWs eigentlich immer noch Heckantrieb oder haben die auch schon Bohrer? Ja, nö, Quatsch, die haben immer noch Heck. Ja, es kommt drauf an, es sei denn, du hast ein X, ein iX. X steht für Allrad. Achso. Ja, okay. Ja, nee, stimmt. Sie haben entweder Allrad oder Heckantrieb. Ja.
Also, aber kein Frontantrieb. Also nee, nee, also hauptsächlich Heckantrieb, es sei denn, du hast ein X. Meistens, ja, also, Allrad haben sie es auch schon oft. Ja, die Bezeichnung aber ist dann ein X. Ja, aber ich bin eine Frontantrieb, bei wem Winde. Nee, nee, das haben die nicht. Das Winde. Okay. Aber der bricht doch im Winter denn doch mehr aus, oder? Oder geht's eigentlich? Nee, nee, das ist. Der hat eine ziemlich gute Elektronik drin, das ist irre. Okay. Da bricht nichts aus. Oh. Wenn in der Elektronik kannst du natürlich ausschalten, dann kannst du auch driften. Aber wenn du Elektronik drin hast, da zuckt sich nichts. Also kannst du. Da kannst du bei nasser V-Bahn. Mal anfahren und voll einschlagen und richtig schön jetzt eben. Dann machen wir ganz kurz einen kleinen Schlenker, einen kleinen Versatz. Aber okay. Sofort. Ah, dann fängt er sich gleich wieder. Das ESB fängt ihn sofort wieder ein. Ja, okay. Also. Nein, ich bin noch kein Hacker, ich bin noch kein Heckantrieb gefahren, deswegen wollte ich das mal wissen. Also die heutigen sind unkompliziert. Okay. Die haben ja alles, die haben ja ASR, ESB und ja, gut, haben alles. Wir eigentlich alle, haben ja. Wir ABS. Alle. Ja. Frau Beutz, da kommt einer von vorne. Mal gucken. Der ist aber auch ausgewichen. Aha. Okay. Wo seid ihr? Auf Arcade 1. Arcade 1. Ghost, ruhig. Oh, ein Update. Biege nach rechts. Macht den Multiplayer. Ja. Sind die fliegenden Räder weg? Nein. Ein bisschen, nicht alle, aber weniger. Naja. Oh, ich komme gerade so viel Kurven. Oh, Amira, sorry. Sorry. Alles gut. Nein, durch jetzt. Ja, hier meine ich. Jetzt ja, wegen Rucken, ich weiß. Ja. Gust, lese mal. Achtung! Achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. 147, 235 und 539. Und jetzt klingelt. Und jetzt klingelt's bei mir an der Türe. Achtung, achten Sie auf die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ich schalt mal hier an, fahrt ihr mal weiter. Jo. Jo. Warum wird das nebenan nicht gelb? Bei mir aber auch nicht. Das sind wir die Mittelinsel dazwischen war. Okay. Wo die Poller stehen. Stimmt, ja. Kriegt dann einen großen bestimmten Besuch. Die haben mir jetzt Simulator assistiert. Ja. Simulator 1 vorne, 2 dahinter, Radar 1, Radar 2. Aber besser eigentlich. Sieht schön aus. Ja. Und gerade eins hat da. Ja. Das ist da. Ja. Ist das Collision oder No Collision? Keine Ahnung. Ja, muss da wissen, ob wir durcheinander durchfahren können. Wir haben es noch nicht probiert. Ne, steht das dann nicht oben drin? Bei mir steht nicht. Ne, dann wird es nur Kulissen sein. Ne, ja. Huch. Nee, Kulissen, Mann. Jetzt. Hallo Jungs und Mädels. Hi Chris. Moin. Hi Chris. Ghost.
Der ist gerade an der Tür, der hat geklingelt. Achso, oder einer von euch. Ja. Wenn ihr seht, dass ihr einen Stream anhabt, ne? Ja. Also, ich starte jetzt gleich. Ja. Könnte denn mal einer gucken, ob das mit dem Ton passt? Ja. Ich bin mal geschwind weg.